Hallo Leute, ja, ich wollte euch meine Einkäufe aus der letzten Zeit zeigen und ja, fangen wir auch gleich mal an. Einmal habe ich mir diese Manhattan Lidschattenbox gekauft, die habe ich jemandem abgekauft, günstig, denn meine Schwester hatte einen Art Deko Lidschatten in ihrer Glossy Box, den sie aber nicht benutzt hat, weil er so dunkel war und den hat sie mir dann gegeben und ich brauchte für den halt noch eine Box. Und die Art Deco Lidschattenboxen sind ja schweineteuer. Ich glaube, eine Box für 4 Lidschatten kostet 8 Euro. Das ist mir ehrlich gesagt viel zu viel. Und so eine Manhattan-Box kostet 4 Euro für 6 Lidschatten. Das ist doch schon deutlich besser. Ja. Der Person, der ich die Box abgekauft habe, hat mir noch diese 3 Manhattan-Lidschatten dazugelegt. Und den hier hatte ich schon. Der gelb-goldene gibt leider gar keine Farbe ab. Die 108. Dann habe ich hier so einen peachfarbenen. Das ist die Farbe 220. Habe ich hier so einen. Habe ich hier noch einen braunen. Das ist Farbe 94X. Ups. Und hier noch einen bronzefarbenen 112. Ja. Swatches blende ich euch gleich mal ein. Und der von Art Deco ist die Farbe 642. Ja, ich finde die Box cool. Die ist magnetisch und hat hier noch einen Spiegel. Finde ich top. Oh, ich hatte meinen Lippenstift total vergessen. Ja. Weil ich das Video schon zum zweiten Mal drehe. Ich habe mir auch noch ein Parfüm gekauft. Von Escada gibt es 3 neue Düfte. Und das ist hier Walking Rio. Und das Parfüm, ja, das riecht nach Pina Colada. Also Pina Colada ist ja ein Cocktail aus Ananas und Kokosnussmilch und halt noch Rum. Aber Rum ist da nicht drin. Ne? Und so riecht das Parfüm. Und ich finde, so vom Vergleich her, sieht das Parfüm aus wie das Thai Sunset aus dem letzten Jahr. Ich habe hier so eine Duftpostkarte. Aber die riechen gar nicht ähnlich. Also, das Thai Sunset riecht mehr nach Mango. Jo. Ich möchte in dem Video übrigens noch eine gewisse Laura grüßen. Aber allgemein grüße ich in dem Video alle Lauras, denn ich habe sehr viele Lauras, die mir zugucken. Und das finde ich total cool. Laura Power. Ich bin heute schon wieder ein bisschen verbeilt. Ich glaube, ihr habt es schon gemerkt. So, kommen wir nun zu Müller und DM. Ich war nämlich bei Müller und DM. Was für eine dumme Überleitung. Und da habe ich ein paar Sachen eingekauft. Unter anderem eben zu machen von Catrice ein Lippenstift. Das ist die Farbe 210 Pink Deli Circus. Und den trage ich auch gerade auf meinen Lippen. Swatch habe ich den hier. Ist ein schöner Pinkton mit Rot. Finde ich. So ein bisschen Flamingo. Er schimmert nicht und glitzert auch nicht, was ich gut finde. Ein sehr schöner Lippenstift. Melle hat in ihrem Video ja so viele bunte Lippenstifte gezeigt und jetzt möchte ich auch mal ein bisschen, ja, Farbe auf den Lippen tragen und nicht immer so dezent. Dann habe ich mir von Catrice noch einen Lidschatten gekauft. Nochmal einen gebackenen Lidschatten. Das ist die Farbe 030 Vanilla Sky White. So sieht die Farbe dann geswatcht aus. Ein heller Champagnerton mit Gold. Eine sehr, sehr schöne Farbe. Und die habe ich gerade auch auf meinem ganzen beweglichen Augenlid. Ja, ich mag die gebackenen Lidschatten von Catrice sehr. Ich finde, die geben sehr gut Farbe ab und halten gut. Und ja, die Farbauswahl ist top. Ich höre schon Geister. Ja,
Dann, ich muss gerade irgendwie alles im Kopf durchgehen. Ich weiß auch nicht. Kann mich gerade an nichts erinnern. War ich ja in Müller, wollte ich mir das neue Essenssortiment angucken. Und das war ein bisschen komisch. Also die ganze linke Hälfte mit den Nagellacken und den Lippenstiften und bla 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 war schon eingeräumt. Allerdings die rechte Hälfte mit den Nagelstickern, den Magneten und diese Nail-Art-Sachen waren noch überhaupt nicht auf, waren noch total leer. Da war noch der ganze Ausverkauf, weshalb ich auf einige Sachen nicht bekommen habe oder zumindest mir nicht angucken konnte. Aber ich habe mir dann noch mal den Essensmagneten nachgekauft, denn ich habe meinen ja auf wundersame Weise verloren. Er ist einfach weg, hatte keinen Bock mehr. Ja, habe ich mir jetzt nochmal nachgekauft. Und ich wollte euch gestern schon ein Tutorial drehen, wie ich den Magnetlack auftrage. Und ja, den Effekt wollte ich euch dann zeigen. Allerdings, es hat überhaupt nicht funktioniert. Nur an einem Finger haben sich diese Streifen gebildet und das konnte man echt in die Tonne kloppen. Hat mich richtig geärgert. Beim letzten Versuch hat es damals super geklappt. Ich habe jetzt keine Zeit. So, weiter geht's. Dann habe ich mir noch bei Müller diese Mascara gekauft. Von Maybelline. Die Colossal Volume Express 100% Black Mascara. Die ist ja jetzt Testsieger geworden. Und ja, also irgendwie hat mich das total angesteckt, die Werbung. Testsieger, ja, kann ich ja mal testen. Und ich weiß auch nicht, ich wollte irgendwie mal eine neue Mascara testen. Und ich habe sie heute benutzt und ich bin wirklich begeistert. Also meine Wimpern sind extrem lang geworden dadurch. Also extrem lang für mich, für euch sind die wahrscheinlich immer noch zu kurz. Es hat sich, ja, Volumen sehe ich deutlich. Und die Wimpern haben sich auch ein bisschen nach oben gebogen, was sie ja sonst nie machen. Also ich bin wirklich sehr begeistert von der Mascara, auch wenn die natürlich deutlich teurer ist als meine P2-Mascara. Ja. Wollt ihr das Bürstchen sehen? Viele drehen immer das Bürstchen raus, wenn sie Mascaras zeigen. Das Bürstchen ist ziemlich groß und vorne ist ganz schön viel Produkt drin, was man immer abstreifen muss. So, dann war das, glaube ich, auch schon Müller. Ja, ich glaube schon. Kommen wir zu DM. Also, bevor ich euch die Sachen zeige, muss ich sagen, ich wurde im DM erkannt von einer Zuschauerin. Leider habe ich dich gar nicht nach deinem Namen gefragt, was mir jetzt im Nachhinein auch total leid tut, aber ich war total verpeilt im DM. So bin ich halt. Du kannst mir ja hier eine Nachricht schreiben. Das würde mich total freuen. Und ja, habe mich natürlich sehr gefreut und ich war auch ziemlich überrascht. Dann habe ich mir im DM den Lidschattenpinsel von Essence gekauft. Der ist so lila-blau. Und ihr seht schon, den habe ich gerade benutzt. Den habe ich nämlich für den gebackenen Lidschatten verwendet. Und ich bin etwas enttäuscht. Also erstmal, der Pinsel ist gar nicht so weich. Also da, nee. Gibt es genauso günstige Pinsel, aber die sind viel weicher. Und dann hat er leider auch noch ein paar Haare verloren auf meinem Auge. Was ich auch nicht so toll finde. Ja, also er wird nicht mein Lieblingspinsel werden, aber wenn die anderen dreckig sind, ja, dann werde ich ihn benutzen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Im DM bin ich dann auch noch schwach geworden, denn es gibt eine Limited Edition Handcreme und zwar in Mango. Ja, ich liebe Mango. Hier sind sogar 100 Milliliter enthalten, richtig viel. Und ich bin schwach geworden. Ich wollte ja eigentlich bis zum Ende meines Projektes keine neue Handcreme kaufen, aber naja, jetzt habe ich sie schon, denn sie ist Limited Edition. Ja, ich finde allerdings, dass die Handcreme gar nicht so sehr nach Mango riecht, sondern eher nach Ananas. So, und jetzt blinkt auch schon wieder der Akku.
Ganz toll. Mann, ich wollte euch noch was zeigen. Ja, ich habe mir da noch von Balea eine Kiwi-Dusche mitgenommen, aber ich finde die gerade nicht. Ich glaube, die habe ich schon ins Bad verfrachtet. Ja, es hat Kiwi, auch eine Limited Edition, glaube ich. Im DM habe ich außerdem noch versucht, mir ein Gehirn zu kaufen, aber leider bin ich nicht fündig geworden. Mir hat nämlich unter den letzten Videos einer geschrieben, ich soll doch bei DM, kauf dir bei DM Gehirn oder so ähnlich. Also kauf du dir erstmal einen Artikel und ja, ich habe das Gehirn nicht gefunden. Ja, vielleicht sollte ich das nächste Mal in der Backmischung Abteilung suchen. Ich weiß auch nicht. Aber, ne, nehmen wir doch mit Humor. Ich fand es auf jeden Fall lustig, weil ich dann auch bei DM war und da habe ich mich natürlich auf die Suche gemacht nach einem Gehirn. So, ich glaube, das war auch schon alles. Ich habe gar nicht so viel gekauft bei DM und bei Müller, denn ja, ich war ein bisschen enttäuscht. Es gab noch kein Essi. M&Y war noch total voll. Dann gab es bei DM auch noch keinen Catrice, was ja egal ist, aber ja, was gab es noch nicht? Ja, die Essence Soul Sister LE. Meine Güte, ich möchte diese LE endlich haben. Das nervt mich echt total. Das stand doch ab März und wir haben jetzt schon den 10. März oder den 11., ich weiß es nicht. Wo ist diese LE, bitteschön? Ja, da bin ich ein bisschen sauer. Ich habe mir aber dann doch noch ein paar Kleinigkeiten in der letzten Zeit gekauft. Vielleicht wisst ihr auch schon, was. Wonach bin ich total süchtig? Aber das werde ich euch in einem der nächsten Videos zeigen. Tschüss!